Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Wir befinden uns auf dem Weg, um diesen Nero-Typen zu helfen. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Drifter. O'Brien. Ja, ich höre dich. Was willst du? Einer unserer Helis ist in deine Richtung unterwegs. Du musst ihm folgen. Ihm folgen? Warum? Mach schon. Verlier ihn nicht. Ist ja gut, okay. Ich mach ja schon. Was geht eigentlich ab, O'Brien? Warum bin ich hier draußen und jage Hubschrauber für dich? Ihr Zielort ist geheim. Ich komme an die Daten nicht dran. Die genauen Koordinaten habe ich leider nicht. Du musst ihnen folgen. Oh Mann, habt ihr Leute denn keine Spionagesatelliten oder sowas? Zumindest habe ich keinen Zugriff. Ich sagte doch. Du kommst nicht ran. Ja, schon klar. Verlier sie nicht. Ziemlich energischer Typ, ne? Ja, auf jeden Fall sind wir, ja, wie er mittlerweile mitbekommen hat, unterwegs, um ihm zu helfen. In der Hoffnung, dass wir dann Informationen. Los jetzt, der Vorsprung darf nicht zu groß werden. Geht doch nur. Die werden langsamer. O'Brien, Sie landen! Gut, dank dir habe ich jetzt Ihre Koordinaten. Geh lieber zu Fuß weiter. Zu Fuß? Und denk dran. Sie dürfen dich nicht sehen. O'Brien, bin da. Was soll ich jetzt machen? Jede Forschungseinheit hat einen Wissenschaftler, mich, der von ein paar Gorillas bewacht wird. Du musst an den Wissenschaftler rankommen. Der Rekorder steht auf dem Kanal, den wir zur Datenaufzeichnung nutzen. Er wird alles aufzeichnen, was sie tun. Okay, ich soll mich also in die LZ schleichen, in der es von schwer gepanzerten, schießwütigen Soldaten nur so wimmelt, damit du so einen Rechenschieber-Typen ausspionieren kannst? Rechenschieber? Dein Ernst? Ich hab einen verdammten Doktortitel. Ach ja? Wald- und Wiesendoktor vielleicht. Hast du die Sender noch, die ich dir gegeben habe? Ich muss jetzt schon mal dazu sagen, sorry Leute für das ganze Rumgetippe gerade. Mein Hund kam gerade ein bisschen nicht klar. Entschuldigung, ich hoffe, man konnte trotzdem noch alles verstehen. Oh, ich wollte sie verkaufen, aber die meisten von uns haben keinen Zugang zu beschissenen Satelliten. Platziere einen davon am Heli. Bei fast allen Missionen gibt es geheime Orte, die nirgendwo auftauchen. Ich will wissen, wohin sie als nächstes gehen. O'Brien. Du musst nicht fragen. Ich durchforste bereits unsere Akten nach Hinweisen auf Evakuierungen. O'Brien, konzentriert. Das hier muss es sein. Was zum Teufel macht ihr hier draußen? Lass mich raten. Wie bei einem Bärlöffel. Also, dass sie mich nicht sehen, grenzt ja auch immer an ein Wunder, ne? Finde ich eh interessant, dass hier auf einmal Schnee liegt. Ich weiß ja, je nach Jahreszeit ist ja die USA ein bisschen vielseitig. Was machen die denn da? Standort 14 Alpha ist ein großes männliches Exemplar mit der bestätigten Albinismus-Mutation in die Falle gegangen. Subjekt zeigt, wie erwartet, mangelnde Hauptpigmentierung und rötliche Augen. Die Muskelmasse scheint um 40% höher zu sein als bei normal infizierten Subjekten. Wie haben Sie sie nochmal genannt? Bleacher? Tja, sie sind real. Dies war zwar erst das dritte Subjekt, das wir studieren konnten. Ihre Kraft und die Fähigkeit, Schaden zu absorbieren, machen eine Annäherung extrem gefährlich. Aber andere Berichte legen nahe, dass bereits über 1000 Exemplare in der Gegend gesichtet worden sind. Was immer die Mutation bewirkt, sie verbreitet sich rapide. Ist ja eh sehr interessant. Ich muss mal kurz Pause machen, damit die nicht dazwischen quatschen. Ich finde das eh sehr interessant. Ist ja halt auch die Frage, wie ist denn das hier ausgebrochen? Darüber hat man ja auch gar nichts erfahren, ne? Irgendeine Mutation, davon haben sie geredet und weiß ich nicht. Also, hat man in irgendeinem Gespräch schon mal irgendwas mitbekommen? Also, wenn ich irgendwas schon wieder vergessen oder nicht mitbekommen habe, könnt ihr mir es ja gerne erzählen. Aber vorausgesetzt natürlich, dass ich das schon wissen sollte. Also nicht vorspoilern, das wäre nicht cool.
Ja. Also da frage ich mich aber auch, was ist denn hier der Ursprung? Bei The Last of Us sind es ja zum Beispiel diese Pilze, die über Mücken übertragen wurden. War das nicht so? Irgendwie so über irgendwelche Insekten wurden doch dann die Pilze übertragen. War das so? Ich bin mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich weiß nur, dass das, was bei The Last of Us war, tatsächlich etwas Reales sein könnte, dass es nur nicht so funktioniert, dass es über einen Menschen geht. Das wurde einfach nur erweitert. Und da ging das doch, glaube ich, über eine Ameise irgendwie, dass das praktisch in der Tierwelt so funktioniert. Ah, weiß ich nicht mehr 100%. Will auch nichts Falsches sagen. Ist aber eine interessante Frage. Wie kam das denn hier zustande? Ich hoffe, da erfahren wir noch ein bisschen mehr dazu. Vielleicht haben wir es auch schon erfahren und ich muss mal einfach nur ein bisschen genauer zuhören. Aber ich vergesse auch immer so vieles und bin immer so wuschig beim Aufnehmen. Gut. Jetzt muss ich nach da hinten rum. Ich versuche mal hier hinter das Haus. Das ist die alles logische Schlussfolgerung. Also, dass sie mich nicht Was zur sehen, Hölle, O'Brien? finde ich sehr faszinierend. Was ist? Ich sag dir, was ist. Deine Leute haben einen Freak aufgeschnitten, der noch am Leben war. Das sind nicht meine Leute. Was geht dich das überhaupt an, hä? Seid ihr nicht, wie nennt ihr euch noch so gern selbst, Drifter? Du killst die Viecher für Geld, oder wie macht ihr eure Tauschgeschäfte? Ja, ich töte Freaks, aber ich schlitze sie nicht lebend auf und höre mir an, wie sie schreien. Hast du meine Daten? Ja. Ich dachte, da ist jemand. Ich hab die Daten. Okay, ich lade sie jetzt hoch. Ich melde mich. O'Brien, Ende. O'Brien. O'Brien. Verdammt, er hat's schon wieder gemacht. O'Brien, rede mit mir. Scheiße, wehe, du meldest dich nicht, O'Brien. Sie sollte etwas mehr aufpassen. Wie sehr können wir diesem O'Brien wohl vertrauen? Sucht er wirklich nach unserer Freundin? Frau? Wer weiß das schon? Hey Mausi, was machst du da? Reiß dich mal ein bisschen zusammen. Hör auf! Also, falls ihr das auch im Hintergrund hört, mein Hund kratzt sich gerade wie bekloppt. Es tut mir leid. Ja, jetzt guckt es mich auch ganz schuldbewusst an. Das sind leider so Geräusche, die ich kann ja meinem Hund schlecht erklären. Ne? Sie soll es nicht machen. Und aussperren werde ich sie auch nicht aus dem Zimmer. Weil der Hund muss nicht alleine sein. Voller Herumtreiber. Wenn es nicht ihr sein seid die muss. Arschlöcher, die mich überfallen wollten. Und ich bin halt so ein Mensch, der Hund gehört dazu. Und der Hund ist halt da. Schossen zurück. Aber shit. Wir haben nicht zum letzten Mal von ihnen gehört. Sie jagen jene von uns, die gewagt haben zu überleben und ihre Pläne durchkreuzen könnten. Sie rotten uns aus, damit sie endlich wieder aus ihren Löchern kriechen können. Bleibt wachsam, Leute. Und achtet immer genau auf den Himmel. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Oh, diesmal sagt er nichts dazu, sonst schreit er doch immer rum, wenn Copeland irgendwelche Ansagen im Radio macht. Diesmal sagt er nichts dazu. Ernsthaft? Aber ich finde das schon krass. Also, wenn die Neo-Agenten jetzt wirklich die Leute abknallen, dann... Bär! Ich hab den Bär umgefahren! Oh mein Gott, ich muss abhauen. Ist der Bär jetzt auf Krawall gebürstet? Ist er? Oh, er ist auf Krawall gebürstet. Schnell weg hier. Hauptsache ich kann. Erstmal um die Kachel. Das hier muss es sein. Lisa, ich werde dich retten. Och nö, jetzt sind die ja schon voll auf mich aufmerksam geworden. Ah, das ist jetzt nicht so gut losgegangen. Komme ich hier von hinten nochmal irgendwie ran? Ich fahre mal ein Stück. 6 Nester sind hier in der Nähe.
Ernsthaft? Alter. Ich frage mich immer noch, wenn ich ja eigentlich nach Norden will. Ich meine, rein theoretisch von der Karte her ist das ja Süden. Und ich will also irgendwo hier oben hin, wo ja nichts mehr ist. Also entweder wird die Story so ausgehen, dass halt, wenn wir nach Norden kommen, vielleicht die Freundin finden und alle ein schönes, tolles Leben zusammenführen mit Boozer in irgendeinem anderen Camp oder alleine, was weiß ich. Oder es wird halt so kommen, Freundin tot, Boozer tot und er schließt sich halt irgendein Camp an. Oder die schließen sich halt mit anderen Leuten irgendeinem Camp an. Also, ja, ach egal. Gut, viele Nester hier in der Gegend. Ein paar machen wir bestimmt platt, so wie das da jetzt schon. Das ist ja schon auf dem Präsentierteller. Ach, nö. Komm schon, wo steckst du? Oh, ich hoffe, das hat keiner mitbekommen. Nein, ich habe nicht mehr genug Schrott. Oh mein Gott. Was soll ich nur tun? Ich will diese Waffe nicht loswerden. Alter, die ist halt so geil. Habe ich hier auch... hier kann ich auch nichts herstellen. Was fehlt mir dazu? Schrott. Oh, für alles fehlt mir Schrott. Ich brauche Schrott. Nest. Müsste gleich um die Ecke sein. Ja, da ist noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Okay. Wo bist du, Kleiner? So, ich hoffe, die haben mich jetzt nicht mitbekommen, weil ich will auf Teufel komm raus. Einfach nicht. Meine Ripper-Wache verschwenden. Und auch generell ist das voll Munitionverschwendung. Wo bist du? Weil wenn ich ihn ausweichen kann, dann mache ich es einfach. Aber manchmal sind da ja coole Sachen drin. Ich weiß nicht, hier ist ja immer diese Asche drin. Maximal. Okay, also kann ich die Asche verkaufen oder ist die für was anderes? Schnell, immer noch ein paar Molotovs. Ich habe kein Kerosin mehr. Oh, jetzt wird's mittlerweile verdammt, doch mal. Du musst hier doch irgendwo sein. Scheiße, dann habe ich ja gar nicht mehr genug. Ich brauche Kerosin. Komm schon. Der Scheiß steht doch sonst an jeder Straßenecke. Ach, ich habe keine Lust, hier nochmal herzukommen. Vielleicht muss ich aber. Haben wir hier noch ein bisschen Kerosin? Nichts darf vergessen werden. Ich glaube, da ist ein Nest im LKW. Ach, und hier in dem Haus doch auch, ne? Aus dem Haus kam ich doch nicht, oder? Gut, im LKW ist eh kein Nest. Kam ich hier von diesem Haus? Habe ich hier das Nest kaputt gemacht? Ja, habe ich. Na gut, ich gehe mal weiter. Wenn ich jetzt nicht alle Nester tot mache, dann mache ich das halt auch wieder zwischen den Folgen. So wie jetzt die letzten Male auch. Oder das letzte Mal. Eigentlich habe ich es bis jetzt nur einmal gemacht. Hier rennen ganz schön viele rum. Das stresst mich ein bisschen. Da vorne ist definitiv noch ein Nest. Mittlerweile ist es ein bisschen einfacher, da ich begriffen habe, wie die Häuser aussehen, wo die Nester drin sind. Weil die sind dann von außen schon so angeschwärzt, so wie die da, gerade an den Eingängen. Dann kann man das halt schon gut erkennen. Hier sind ganz schön viele, wenn ich da vorne hin muss. Pff, belastend. Weil ich kann nicht alle schießen, das funktioniert auf keinen Fall. Und mich an alle anschleichen wird auch nicht funktionieren. Oh nein, was soll ich nur tun? Vielleicht mal ein paar noch so killen, das könnte klappen.
Ich habe zwar nicht mehr viele Pfeile, aber hey. Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Ich gehe lieber vorbei. La 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 la. Mich sieht niemand. Oh, ich würde ja gerne, ne? So im Vorbeigehen, einfach rein da. Aber egal, ich hab's ja markiert, wenn ich das nächste Mal wiederkomme. Scheiße. Nicht kaputt machen. Oh, die hat nur noch 5%. Da. Nein, 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 nein. Oh, jetzt wird's kritisch. Jetzt geht's nicht mehr. Und jetzt habe ich geschossen. Jetzt bin ich am Arsch. Shit. Oh, shit. Doppelshit. Hilfe. Ey, ernsthaft, das kann doch nicht sein. Die ist doch nicht hier oder dort. Nein! Ich kann mir das einfach nicht erlauben, daneben zu schießen. Ich würde sagen, da ist halt so eine andere Schrotflinte schon besser, weil da schießt sich einmal. Ah. Nein! Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Scheiße, guck mal wie... Ey, echt, die juckt das gar nicht, ne? Ich mache ja gar keinen Schaden an den Pennern. Wow. Kritische Situation, Alter. Das geht ja gar nicht. Ich mache hier überhaupt keinen Schaden an den Pennern. Wie doll ist das denn bitte? Ja, weil ich bessere Waffen brauche. Ich sollte wirklich die Nebenquest machen und mir bessere Waffen besorgen. Ich komme ja anscheinend nicht weiter, weil die haben ja jetzt auch hier diese Nero-Typen, haben ja... Ach, sagt schnell. Okay, das hier muss es sein. Lisa, ich... Habe ich jetzt trotzdem das eine Nest? Ist das mitgezählt? 0 von 6, nö. Sie muss irgendwo hier draußen sein. Ohne Witz, das nervt mich manchmal so krass. Meine Munition ist trotzdem weg, weil ich hatte ja vorhin volle Munition. Die ist jetzt trotzdem weg, aber das eine Nest, was ich schon hatte, das ist halt trotzdem wieder da. Ne? Das ist manchmal so scheiße. Oh, das ärgert mich, das finde ich richtig kacke. Weil jetzt stehst du da, hast noch weniger Munition, sollst aber dasselbe machen, weißt du? Wenn ich wenigstens am selben Standpunkt wäre, gleiche Munition, gleiche Nester halt nicht gemacht, so gleicher Spielstand. Okay, das wäre dann halt okay. Nicht geil, aber okay. Ärgert mich gerade ungemein, ey. Ja, jetzt muss ich auch noch aufpassen, weil mir das Ding hier gleich kaputt geht. Aber wenn ich jetzt einmal schieße, bin ich ja auch am Arsch. Ach, es kann doch nicht wahr sein. Echt, Alter. Ja, was soll ich machen? Ich renne jetzt einfach. Vielleicht löse ich ja, wenn ich da ankomme, was aus. Nee, obwohl, ich musste ja nach was suchen. Vielleicht kann ich mich irgendwo verstecken. Macht ja keinen Sinn, Alter. Ich habe keine Munition, ich habe nichts. Doch, ein bisschen Munition habe ich schon, aber... Ach, ihr wisst, was ich meine. Zur Hölle komme ich da rein. Scheißteil! Ich will jetzt auch mit der Waffe halt nicht schlagen. Das ist auch so, ne? Ah, wie soll ich denn ins Haus kommen? Schlag doch den anderen. Ich muss mal kurz gucken, dass ich die loswerde. Ich kann hier nicht irgendwo eine Mülltonne stehen, bitte. Ernsthaft? Nein, die kommen ja von allen Seiten. Ach, ich bin gleich wieder tot. Ach, komm schon, Leute. Das macht doch keinen Spaß so. Ich werde ja auch nicht los, ne? Wo ist das? Das Nest. Es ist hier irgendwo. Ja, das Nest juckt mich gerade nur nicht.
Ich will halt nicht schießen, weil das bringt mich jetzt nicht weiter. Nee. Ah gut, man merkt schon, ich werde schon so ein bisschen knatschig gerade, weil, ja, ich würde gerne weiterkommen, ich sterbe jetzt ja aber andauernd, das nervt mich ein bisschen. Ja, na, nee, ist klar, eine Horde, die steht hier mal so und wartet schon auf mich. Ansonsten, alles klar bei euch, ja? Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Warum springt er denn hier jetzt eigentlich nicht mehr? Das macht halt auch gar keinen Sinn. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht, ehrlich nicht. Gut, ich lasse mich umringen. Jetzt ist ja die ganze Horde in der Nähe. Ich gebe aber noch nicht auf. Ich muss mal gucken, dass ich wirklich zu dem Haus geschlichen komme und dann gucke, wie ich da reinkomme. Weil, ja, was soll ich sagen? Wenn meine Munition jetzt futsch ist und dementsprechend ja auch meine Waffe schon geschädigt ist, dann kann ich ja auch, wenn ein Einzelner mich erwischt, nicht auf ihn einschlagen. Das ist halt das Doofe, ne? Dass ich dazu dem Messer, was ich hier immer habe, nicht wechseln kann. So, und wenn wir jetzt mal gucken, 25%. Ach, jetzt habe ich auf einmal mehr Munition, aber trotzdem hat das Teil ja hier nur 25%. Wisst ihr, wie ich meine? Ne? Und das ist halt, ah, das ärgert mich so. Vor allem, was denn? War hier nicht gerade noch was mit herstellen? Nee. Gut. Also versuchen wir es mal nochmal mit Schleichen. Mal irgendwie ganz äußerlich zu gehen. Ich werde dich retten. Oh, belastend. Muss irgendwo hier draußen sein. Gucken wir mal, dass wir das jetzt hinkriegen. Ich werde nämlich schon grummelig. Das sind aber auch so viele. Haben die mich jetzt schon gesehen? Wow, da ist gleich wieder die Horde. Ach, leck mich doch am Arsch. Das kann ich doch jetzt schon wieder knicken. Finde ja halt auch keinen Weg in dieses Scheißhaus, ne? Ich gehe mal einmal kurz weg hier, obwohl ich nicht glaube, dass das was bringt. Wenn sie wenigstens alle so ein bisschen zusammengerottet wären. Na gut, wären wenigstens doch ein paar. Nein! Sind das jetzt eigentlich doch schon die Stärkeren hier, oder was? Die halten ganz schön viel aus. Mann, nein! Ich kann doch nicht jetzt jedes Mal. Das nervt einfach. Ich würde eine Granate reinwerfen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das hat doch funktioniert. Besser als ich dachte. Habe ich noch eine? Nö, das war nur die eine. Das bringt mich halt so gar nicht weiter, weil ich ziehe ja immer mehr wieder mit an. Ja, nee. Ach, lass mich nochmal umbringen. Es macht halt keinen Sinn, ne? Ah, das ist so... Es tut mir für euch so ein bisschen leid. Ihr seht jetzt einfach nur eine Folge, wie ich immer mehr ablose. Aber was soll ich denn machen, Alter? Jeden einzelnen kriege ich nicht hin. Stelle ich mich gerade zu blöd an? Keine Ahnung. Oh. Mich darüber schleichen kriege ich ja anscheinend auch nicht hin. Aber die tot machen schaffe ich halt auch nicht, ne? Ja, ach. Ich möchte meinen Schwierigkeitsgrad aber nicht anpassen. Ich spiele doch auf normal schon. Okay, das hier muss es sein. Jetzt auf leicht zu spielen wäre ja voll kacke. Seht ihr, was ich meine? Und jetzt habe ich hier auch wieder weniger Munition. Also das ärgert mich. Dann sollen sie mich doch wenigstens, wenn sie mich doch schon zurücksetzen, sollen sie mich doch auch wenigstens an denselben Stand zurücksetzen, auch mit der Munition. Das finde ich doof. Oder wenn sie es halt schon machen, dann hätte ja wenigstens ein Nest weg sein können, ne? Das hat so, okay, du bist gestorben, aber hier, das eine Nest hattest du schon und dafür hast du aber auch die und die Munition verbraucht. Leb damit. So, das wäre dann schon wieder was ganz anderes. Komm schon, wo steckst du? Okay, ein bisschen ruhiger bleiben jetzt hier. Ruhig, ruhig, ruhig.
Scheiße. Okay, ist jetzt nur der eine. Den kann ich... Den mache ich mit meinem Dings jetzt tot. Nee, der hat sogar... Der hat mich sogar verloren. Nee, jetzt... Okay, kurz mal abwarten. Okay. Wir sind ja jetzt schon mal näher dran. Bist du, Kleiner. Vielleicht klappt's ja doch. Aber mehr als einen kann ich jetzt mit diesem Messer hier, also mit dem Ripper-Dings, nicht tot machen, ohne dass es mir kaputt geht. Ich brauche Schrott. Sonst war auch immer jedes scheiß Auto zum Auseinandernehmen, ne? Oh, warte mal, das hat hier... Kann ich mir jetzt nicht erlauben. Ich glaube, das geht doch an, wenn ich es öffne. Das wäre jetzt der Tod Lisa, überhaupt. Wo bist du? Nun gut, vielleicht kommt er hier auf irgendeine Idee. Wie zur Hölle komme ich da rein? Wenn er jetzt nicht verfolgt wird, vielleicht habe ich hier andere Optionen jetzt. Das ist ja halt so, ne? Hier geht's nicht durch. Also ich würde ja die Bretter einfach einstecken. Verdammt, du musst hier doch irgendwo sein. Ja, sie ist hier in dem Haus. Ich hab's doch schon verstanden. Ah, okay. Dann machen wir den hier mal kurz weg. Nein. Scheiße. Oh, scheiße. Hätte ich mal nichts gemacht. Wenn ich ihn erschieße, ist vorbei. Nee, warte mal, hab ich noch... Nein! Es sitzt jetzt. Was soll ich machen? Bevor ich alle am Arsch habe. Es ist doch belastend. Jetzt habe ich es halt doch verloren. Das sind doch hier diese Stärke, ne? Stresst mich echt, ne? Gut, ich gehe eh davon aus, ich werde die definitiv auch irgendwann nochmal treffen. Es ist trotzdem, es tut so weh. Das Ding war so gut. Bitte lass mich... Ja, jetzt habe ich Schrott. Toll. Das will ich nicht. Lass mir Ruhe. Jetzt habe ich einfach nur wieder so einen blöden Baseballschläger. Ah! Alles auf Anfang. Hätte ich den mal in Ruhe gelassen, der hätte mich vielleicht gar nicht gesehen. Aber egal, ich werde es jetzt nicht nochmal neu machen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Hier durch, ja. Ja, das geht. Hier dran. Jetzt sind wir wenigstens hier drin. Baseballschläger aus Holz, ja. Das ist genau das, was wir schon haben. Wow. Das ist gut. Kerosin brauche ich auch langsam. So, Lisa, wo bist du? Ich lasse die Türen mal zu. Ich weiß gar nicht, können die Zombies? Hä? Ah, okay. Hat sie das so hingestellt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hey, warte mal. Das wollte ich nicht. Aber das Teil so vorgeschoben, wo stand... Ach, das stand vorher hier. Ja, gut. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass sie das dahin gezogen hat. War wahrscheinlich schon wer anderes. Ich hätte aber den Schrott gerne. Danke. Das braucht... Na, wo ist sie? Hä? Hier ist doch jetzt kein Raum mehr. Sie muss hier sein. Hallo? Ist das Lisas Handschrift? Ich will vergessen. Hä? Was steht da? Ich will's wissen. Lisa erinnert mich an Sarahs kleine Schwester. Ach so, deswegen hängt er so an ihr. Gut. Das klingt wie etwas, das sie schreiben würde.
Was denn? Also, sorry, das finde ich jetzt richtig nervig. Weil das will ich doch auch wissen. Jetzt siehst du es. Besuch Bosa auf der Krankenstation. Hä? So gut, wie ich die Story finde, das finde ich ist jetzt echt wieder so ein Manko, wo ich mir einfach denke, das hat wieder so diese kleinen Zwischensequenzen, ne? Die Hauptstory selbst, also diese große Hauptstory, die ist echt gut gemacht. Aber das ist jetzt halt wieder so, wo ich mir denke, ich möchte doch auch wissen, worum es geht. Was ist denn jetzt passiert? Kann ich das hier nachlesen oder so? Fortschritt. Schauen wir doch mal, wo ist er denn? Da. Können wir hier irgendwas einsehen? Bin ins Rockcamp gefahren, wo Lisa zuletzt gesehen wurde und habe mich umgesehen. Es gab Anzeichen, dass sie da war, aber keine dieser. Plünderer, Ripper, Freaks, Wölfe, wer weiß. Wie ich schon sagte, ich hätte sie in Ruhe lassen sollen, dann würde sie jetzt vielleicht noch leben. Okay, wer ist denn jetzt? Was geht hier ab? Hört doch auf zu schießen. Sind das jetzt böse oder gute, denen man helfen kann? Ach du Scheiße! Na schön, danke auch. Weil die hier rumgeschossen haben, kommen die jetzt alle. Na super. Oh, ich muss hier ganz schnell weg. Nein, 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 nein. Lass das. Aua. Oh Gott. Schnell. Ernsthaft? Ich war doch schon beim Wegfahren. Ah! Manchmal regt mich dieses Spiel ein kleines bisschen auf. Gut, ich hätte mir vielleicht einen anderen Ausweg suchen sollen, ne? Durch eine Tür und nicht wieder von da, wo ich kam. Okay, egal. Das machen wir dann. Aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Weil für die Folge reicht es für heute, würde ich sagen. Ja. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich aber wie immer fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.